Ich möchte dazu einladen, einfache Kreisel selber zu bauen. Kreisel sind auch ein ganz altes Spielzeug, was Feinmotorik braucht, erfordert und zentriert. Doch nun geht es erstmal um die Technik. Dazu brauche ich verschiedenes Werkzeug und verschiedene Fähigkeiten. Als erstes brauche ich ein Astholz, was ungefähr 3 bis 5, 6 cm Durchmesser haben kann. Es ist entscheidend, dass dieses Holz schon eine Weile abgelagert ist, denn frisches Holz, wie es hier passiert ist, reißt leicht ein und kann dann nicht mehr verwendet werden. Davon säge ich mir eine möglichst gerade und gleichmäßige Scheibe ab. Diese Scheibe muss ich nun ganz rund machen. Ich fange zunächst mit grobem 40er oder 60er Schleifpapier an. Mir es rund zu machen und ebenso die Flächen glatt zu machen. So, dann kann ich es mit feinerem Schleifpapier noch angenehm weich schleifen. Jetzt kommt in die Mitte ein Loch für den Pin. Doch zunächst stelle ich mir den her, damit ich weiß, wie groß ich das Loch mache. Ich habe verschiedene Äste mitgebracht. Den Pin lasse ich erstmal ein bisschen länger, abschneiden geht immer noch. Und mache mir zunächst die Rinde ab. In manchen Fällen geht es ganz gut, dass ich das mit den Fingernägeln schon abmachen kann. Oder ich nehme mir wieder Schleifpapier zu Hilfe. Dass die Rinde ab ist, ist vor allem wichtig in dem unteren Teil. Jetzt mache ich eine Spitze dran. Da kann ich einen Anspitzer dazu nehmen oder mit einem Messer könnte ich es mir auch anspitzen. Interessanterweise muss der gar nicht ganz spitz werden. Da die Scheibe springen kann, fange ich mit einem feinen Bohrer an und bohre mir erstmal ein Loch vor. Jetzt bin ich mit dem kleinen Bohrer einmal durchgekommen und mit der nächstgrößeren erweitere ich mir das Loch, bis es passend ist. Jetzt probieren wir mal, ob er passt. So, im Prinzip ist er fertig. Jetzt muss die Rotationsfähigkeit geprüft werden. Er eiert. Jetzt gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen, der Storn ist zu lang. Das sieht schon mal danach aus. Dann kürze ich den ein bisschen ein. Das nächste ist, der muss ganz gerade sein. Ah, funktioniert schon. Und jetzt habe ich ein bisschen gewöhnliches Salatöl und damit die Maserung besser rauskommt, öle ich das Holz einfach mit meinen Fingern ein. So. Fertig ist der Kreisel. Als Variation kann man nun noch bunte Scheiben bemalen, die auf die Kreisel passen und Farbeffekte erzeugen. Hier zum Beispiel ist ein ganz bunter, der jetzt nicht mehr bunt ist. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und es können immer neue Variationen ausprobiert werden.
Viel Spaß!